Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zum Raspberry Pi Tutorial. In dieser Folge geht es eigentlich darum, wie wir Minecraft auf unserem Raspberry Pi installieren können, aber im Vorhinein möchte ich euch noch etwas zeigen. Nämlich habe ich euch schon gezeigt, wie man die SD-Karte mit dem Betriebssystem aufsetzt, aber noch nicht, wie man eigentlich die SD-Karte, den Bezeichner der SD-Karte findet. Also ich habe das letztes Mal so gemacht, dass ich einfach DD, IF ist gleich meine Image-Datei, also diese hier, und OF ist gleich /dev und mmcblk0 in meinem Fall. Ich zeige euch jetzt, wie man auf dieses /dev/irgendwas kommt. Also wir müssen wieder rot sein, bin ich hier in diesem Fall schon, und geben dann ein fdisk -l. Das Ganze zeigt uns praktisch alle Geräte an, die wir so installiert haben oder gerade angesteckt haben, mehr oder weniger. Und wir sehen hier bei mir unten, also hier oben ist mal SDA, das ist in diesem Fall meine Festplatte im Laptop, die fest verbaut ist. Das sieht man hier, weil sie ziemlich groß ist im Vergleich. Und das sieht man auch da oben, 256,1 GB, und da unten sieht man dann eine, die 3998 MB, also ziemlich genau 4 GB groß ist, und das wird Schätzungen zufolge unsere Speicherkarte sein. Am besten, wenn ihr irgendwelche 4 GB USB-Sticks habt, die vorher abziehen, damit keine Missverständnisse auftreten können, sondern nur die SD-Karte als einziges 4 GB oder 8 GB oder was auch immer Gerät praktisch einfügen, dann sieht man hier die Disk, sehr schön. Ja, dann gibt es hier zwei Partitionen auf der SD-Karte. Die sind in diesem Fall P1 und P2. Das steht für Partition 1, Partition 2. Hier oben sind es halt SDA1, SDA2, SDA3. Man muss einfach den Namen, also an das DD muss man übergeben, einfach den Namen hier oben. Also wo steht Disk, /dev/, was auch immer. Gut, so viel mal dazu. Ich mache jetzt dann gleich mal einen Schnitt. Und dann zeige ich euch, wie man auf seinem Raspberry Pi, erstens wie man die grafische Benutzeroberfläche startet, das habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Und zweitens wie man wie man jetzt Minecraft auf den Raspberry Pi bekommt, als erste Übung praktisch. Also bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder zurück. Wieder vor meinem Bildschirm hier mit meinem Raspberry Pi gestartet. Beziehungsweise startet er gerade. Ich habe jetzt mein Betriebssystem resettet praktisch, weil ich unbedachterweise den Stecker während dem Betrieb rausgezogen habe und es hat ihm offensichtlich nicht so sehr gefallen, und deswegen war dann beim Start die Meldung No init sub file found. Und jo, das jedenfalls habe ich jetzt das neu aufgesetzt, bei der Gelegenheit gleich mal hergezeigt, wie man seine SD-Karte findet. Und ja, ich schaue mal, dass da jetzt alles auf dem Video zu sehen ist. So, ja, ich warte jetzt noch, bis das alles gestartet ist. So. Ich hoffe, das geht jetzt auch. Das ist eigentlich das erste Mal, jawohl, dass ich den starte. Und wir machen gleich mal Clear. Ja, was ich euch heute zeigen wollte, ist, wie man in die grafische Benutzeroberfläche kommt, ohne den XRDP-Server. Ja. Da gibt es zwei Wege. Entweder man macht das Ganze mit der Raspberry Config. Also wenn ich jetzt hier in die Raspberry Config gehe, sieht man hier ja, dass man Enable Boot to Desktop oder Scratch. Das heißt, man kann hier einfach sagen Boot to Desktop und Login. Kann man natürlich tun, aber dann hat man natürlich die grafische Benutzeroberfläche, die Textkonsole am Anfang nicht mehr.
Das will ich zumindest nicht. Also wenn ihr das wollt, dass ihr nur den GUI habt, die GUI habt, dann könnt ihr das natürlich machen. Aber ich möchte eben die Text, den das Terminal standardmäßig haben und dann nur dass die grafische Benutzeroberfläche sozusagen starten können nachträglich. Damit man es eben wie gesagt nachträglich startet, gibt es ein Kommando, das heißt Start X, also Start so wie Start eben und X hinten dran praktisch. Das startet praktisch den X-Server, wie der Name fast schon sagt. Wenn wir das jetzt hier mal eingeben und Enter drücken, dann dauert das ein bisschen und hoffentlich startet die grafische. Ich hoffe auch mal, dass meine Maus funktioniert. Ja, die funktioniert. Und wir sehen hier eigentlich wie beim Remote Desktop schon unseren Desktop. Der Vorteil von dem Ganzen, und darum mache ich das jetzt auch, ist, dass man praktisch schneller das angezeigt bekommt. Wir haben beim Remote Desktop gesehen, dass die Maus schon ziemlich gelaggt hat beim Bewegen. Und da war noch gar keine Last eigentlich drauf, sondern nur eben die Maus bewegen. Und das hat schon eine Verzögerung gehabt. Und das ist noch über einen Router. Also ist es auf jeden Fall, wenn man irgendwelche grafisch intensiven Sachen machen möchte, so wie zum Beispiel Minecraft spielen, auf jeden Fall besser, wenn man das direkt an den HDMI ansteckt. Bei mir ist es halt unkomfortabel, es an den HDMI anzustecken, weil mein Bildschirm etwas komisch ist im Umgang mit externen HDMIs. Da muss ich dann eben meinen Computer ausstecken und den Bildschirm 1000 Mal neu starten, damit er das Signal praktisch erkennt. Aber ja, wenn ihr einen Bildschirm übrig habt, praktisch, der HDMI kann, dann ist das natürlich super, wenn man direkt das ansteckt jedes Mal. Ja, aber noch genug geredet, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man zu Minecraft kommt. Wir gehen hier unten auf den Browser. Ist wurscht, welchen ihr nehmt, das sind glaube ich 20 vorinstalliert oder so. Also genau 3. Ich nehme einfach mal den hier unten an der Taskleiste, das ist glaube ich Eda Midora. Midori, Entschuldigung. Und hier gehen wir dann mal auf. Man sieht leider die Leiste oben nicht, aber wir gehen auf pi.minecraft.net. Den Link gebe ich euch wieder in die Beschreibung. Und jetzt sehen wir hier Minecraft Pi Edition. Drücken wir auf Downloads. Und klicken hier zu Download. Können wir hier sagen Speichern. Speichern, ja. Und ich denke, das sollte bald fertig sein. Und ich würde es noch gern aufmachen. Gut, wir gehen mal in den Dateibrowser unter Downloads. Nein, nicht unter Downloads, sondern unter dem Home-Verzeichnis. Und entpacken das Ganze mal hier. Na, war das jetzt eine gute Idee? Ja, das war eine gute Idee. Wir gehen in den neu erstellten MCPy-Ordner. Hier rein. Und da machen wir einfach, ich hoffe, das geht jetzt, einen Doppelklick auf die Minecraft-Py. Dann kommt so ein Fensterchen, wo steht, man kann es glaube ich nicht lesen am Video, die Datei Minecraft Py ist ausführbar, soll sie ausgeführt werden, dann sagen wir ausführen. Und es sollte gehen. Das ist praktisch die Minecraft Version, die explizit für den Py erstellt worden ist, mehr oder weniger. Ich habe jetzt mal eine neue Welt erstellt. Und das Gute an dieser Version ist, dass man den Source Code bekommt praktisch und selbst mit Java darum herum basteln kann, mehr oder weniger. Das heißt, das ist wieder ein Lernfaktor. Ist natürlich nicht nur zum Spielen. Und ich hoffe, das funktioniert da jetzt auch und hängt sich nicht auf. Ja, das schaut gut aus. Und wir sind hier schon relativ flüssig unterwegs. Wir können hier laufen, springen und es springt auch von selber, was glaube ich von der Mobile-Version, ich glaube das ist generell von der Mobile-Version übernommen, mehr oder weniger. Das heißt, man muss eigentlich gar nicht die Leertaste verwenden, man springt von selbst. Aber ja, das war eben mal die erste Demonstration praktisch, wozu man jetzt
was man jetzt alles mit dem Pi anstellen kann, ist natürlich nichts hochwissenschaftlich oder so, sondern trägt auch ein bisschen zum Spaßfaktor bei. Man kann auch Multiplayer spielen. Kann ich jetzt natürlich leider nicht, weil ich keinen zweiten Pi momentan habe. Aber ja. Das war's jetzt mal für diese Folge wieder mal. Und ich hoffe, ich hoffe, ihr habt euch schon einen Pi gekauft. Wenn nicht, dann macht das sofort, wie jede Folge gesagt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, auf Wiedersehen.